Moin Leute, ich heiße euch willkommen zu Cube Escape Arles, einem super mega random Flash Game, zweiten Part davon. Und im letzten Part haben wir es so weit geschafft, dass wir den schwarzen Würfel bekommen haben. Das bedeutet, heute werden wir irgendwas mit dem schwarzen Würfel machen. Und zwar geben wir ihn dir. Du willst den schwarzen Würfel nicht, ist okay. Okay, wir haben den schwarzen... Moment. Der schwarze Würfel ist übrigens das, vor dem man da so flüchtet, könnte man sagen. Der Cube aus dem namensgebenden Cube Escape, den haben wir jetzt. Frage ist nur, was können wir mit ihm machen? Und können wir mit ihm überhaupt schon was machen? Und da bin ich mir ziemlich unsicher, wenn ich ehrlich sein soll. Warum können die Kissen schweben? Ich weiß es nicht. Das Bild ist auf jeden Fall soweit. Ja, das ist fertig. Das haben wir 1A angemalt, möchte ich anmerken. Du möchtest keinen Würfel? Nein. Möchtest du einen Würfel? Du möchtest doch ein Würfelchen? Nein? Okay. An der Decke! Nein. Ha, da ist das QL wirklich. Ah, beschämend. So, nee, hier hatten wir auch schon alles. Ich glaube, ihr habt auch kein Interesse an dem Würfel. Nee, ich glaube nicht. Da unten haben wir auch nichts mehr drin. Shit! Was kann ich jetzt als nächstes machen? Ich glaube, ich muss als nächstes irgendwas mit den Getränken machen, aber... Ich weiß doch nicht, wie und was. Soll ich das einfach raten, wo was reinkommt? Ist doch dumm! Okay, versuchen wir es. Wir sagen, Wasser kommt da rein. Absinth kommt da rein. Dann Wein kommt da rein und da rein und da rein und... Stimmt doch nicht, oder? Ich glaube, das stimmt nicht. Ich bin mir fast sicher, dass das nicht stimmt. Verdammtes Bild, warum bist du nicht angemalt? Wenn dieses Bild Farbe hätte, dann wäre das alles kein Problem. Aber versuchen wir das mal so zu deuten. Also, einfach so die Striche von links nach rechts sollen die Wasser darstellen. Okay, die Kanne und das mittlere haben das gleiche. Die linke Flasche ist die einzige, die was Eigenes hat. Okay, versuchen wir es. Und zwar Wasser. Und dann versuchen wir... Wo ist der Wein? Wo ist der Wein? Ah, da ist der Wein. Shit! Stimmt nicht. Versuchen wir es anders. Ups, so. Dann so. Ich meine, es gibt ja nur ganz viele Möglichkeiten. Was es sein könnte. Denke ich. Insofern kommen wir vielleicht irgendwann mal drauf. Ah, mit Raten. Was soll da schon schief gehen, wenn man einfach nur alles errät? Ah, es gibt auch viele Möglichkeiten. Shit. Dabei war ich mir so sicher, dass ich so rausbekomme. Fuck. Habe ich das richtig? Doch, ich habe das richtig soweit. Aber irgendwas stimmt damit nicht. Irgendwas stimmt damit nicht. Frage ist nur was. Ich weiß es doch nicht. Okay, ich schaue im Walkthrough nach. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe nachgeschaut, liebe Leute. Und, Moment, ich habe es hier. Okay. Ich habe nachgeschaut. Gut, versuchen wir das Ganze dann richtig umzusetzen. Denn tatsächlich ist es an sich... ich hätte es auch so herausfinden können, wie ich es gemacht habe. Irgendwie hat es nicht geklappt. Und bam. Das klappt nicht, das ist doch... Fuck. Oh, nee, ist nicht richtig, okay. Entschuldigt mich. Da, und dann kommt der Wein und dann... Oh, dann passiert was. Okay, es leuchtet ganz seltsam. Würfel, rein mit dir! Oh, bin ich das? Ah, ich weiß nicht, was ich das will. Oh, okay. Was ist das für ein kleiner Käfig? Okay, wir gehen weiter rein. Ins Ohr. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Hammer ist 3, Trommel ist 1.
Kapier ich nicht. Können wir... Achso, da geht's dann also durch die andere Tür hin, okay. Was war da drauf? Ach so! Ah! Da hätte ich das Muster gesehen, was jeweils was darstellen soll, okay. Interessant. Das Bild hätte ich mir mal nochmal anschauen sollen. Ne, durch die Tür wollte ich nicht. Durch die Tür. Entschuldigung. Kann ich denn hier wieder durch das Ohr reisen? Okay. Okay, versuchen wir. Okay. Die Trommel wiegt 1 und der Hammer. Okay, Trommel 1. Dann das Teil. Muschel wiegt genauso viel wie Trommel. Merken wir uns, Muschel ist auch eine 1. Okay. Muschel ist auch eine 1. Hammer ist 3x Trommel. Das heißt, das Teil ist ungefähr eine 2. Das ist eine 2, das ist eine 1. Okay. Entschuldigt mich, ich will mir das ganz kurz nochmal aufschreiben. Muschel 1 und Griffteil 2. Wie komme ich darauf? Also zum einen mal, die Muschel, die wiegt genauso viel wie die Trommel, welche eine 1 ist. Ich meine, ich denke, es geht ums Gewicht, das liegt nahe. Und dieses Teil wiegt zusammen mit der Muschel, mit der Trommel genauso viel wie der Hammer, welcher 3 wiegt. Also wiegt dieses Teil 2. Dann, warte mal, ist da die große oder kleine Muschel mit gemeint? Fuck. Ach, das ist die. Okay, die kleine wiegt 1. Okay, ich hab's verwechselt. Die große dagegen wiegt. Wenn ich das dazu nehme. Dann wiegt die ja gleich viel. Das bedeutet, die wiegt ebenfalls 3. Große Muschel. 3. Okay. So, und der Amboss, wie viel wiegt der? Der Hammer wiegt etwas weniger. Ah, shit. Ich sag mal, es sind 5. Ich sage, es sind 5, was der Amboss wiegt. Amboss 5, 1, 2 und das war 3. Stimmt nicht, oder? Das stimmt nicht. Fuck! Du warst doch 3. Wiegt der vielleicht 4? Blöder Käfer, du. Okay, wir müssen den Amboss nochmal überprüfen. Wir hängen da die Muschel dran. Und den Hammer. Oh, er wiegt 6. Okay. Okay, er wiegt 6, wie es aussieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. 1, 2. 1. Und... Das war falsch. Shit! Oh. Das Griff, dieses Teil hier, das scheint, das wiegt 4. Okay. Okay. Da habe ich mich wohl etwas blöd verrechnet, Leute. Das wiegt 4. Versuchen wir es nochmal. Muschel 1, du wiegst 4. Warst du 3. Und du warst 6. Lass mich das mal auch so weit niederschreiben. Nicht, dass ich es vergesse. Und es stimmt immer noch nicht. Überprüfen wir die große Muschel nochmal. Das heißt, wenn ich das hier dranhänge und... Ah. Okay, das Teil wiegt... Okay. Die große Muschel wiegt so viel wie das Griffteil und die Trommel. Das bedeutet... die große Muschel wiegt 5. Vermute ich mal. Wenn sie 5 wiegt, dann... Müsste sie doch fast so schwer sein wie der Amboss, oder? Wenn ich das dazu hänge, dann... Ah, das ändert natürlich wieder alles. Hammer und... Also wiegt der Amboss 8. Okay. Ich muss ja gerade rätseln. Ich mag das hier gerade, Leute. Verzeiht mir. So, Griffteil war 4. Große Muschel 5. Amboss 8. Und es stimmt. Das gehört? Stimmt! Yes! Okay, gehen wir rein. Moment. Spiegel?
Spiegel, 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 ich hab dich da flackern gesehen. Oh, du wieder. Hi. Es geht ab, Alter. Willst du einen Würfel? Hier. Ein Würfel. Messer. Es macht mir keinen Spaß, wenn der Typ wieder da ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich möchte mich gern von ihm fernhalten. Ich meine, dass ich da zu denen hier rüber muss. Gibt's doch irgendeinen Gegenstand, den ich nicht verwenden musste? Nee, gibt's nicht. Es gibt nur den Würfel, Alter. Entschuldige mal. Kollege, was ist dein Problem? Dann gehen wir eben nochmal rein. Wie ging's dann nochmal rein? So vergesslich. So, kann ich da nochmal rein? Okay. Und zwar, wir gehen da rein. Ich schließe die Teile. Und dann gehen wir da in den Spiegel. Da passiert nichts. Warum passiert hier nichts? Okay, es gibt scheinbar eine Kleinigkeit, die ich übersehen habe, Leute. Und zwar, haltet euch fest. Da. Da liegt eine Pistole. Super. Oder ein Revolver, wie auch immer. Das ist die Sache, die ich übersehen habe. Na gut. Gehen wir rüber und ich habe keine Ahnung, was passiert. Wir richten die Waffe auf unser Spiegelbild. Wir hoffen, dass wir nicht sterben. Oh, fuck. Ist dein eigener Kopf. Mach das nicht, Alter. Oh. Oh, er hat's getan. Wir haben den weißen Würfel. Kann ich den weißen Würfel nicht dann... Warte mal, dann gehe ich wieder ins Gemälde. Packe ich hier den weißen Würfel rein. Das klappt nicht. Oh! Oh, okay! Black Cube, du gehst da rein. Wir können die Tür öffnen und wir gehen raus ins Gemälde. Und liebe Leute, damit haben wir diesen Teil von Cube Escape erfolgreich abgeschlossen. Ich möchte anmerken, dass das der Teil ist, bei dem ich mich bisher jetzt am besten geschlagen habe. Ja, ich meine, ja, ich finde, ich habe mich ganz akzeptabel geschlagen. Dementsprechend möchte ich sagen, liebe Leute, wenn ihr mehr Cube Escape Teile sehen wollt, werde ich euch die mal in der Beschreibung verlinken. Wenn ich dran denke, und ich denke, ich werde dran denken. Und dann könnt ihr euch noch ein paar anschauen. Und das war soweit Cube Escape Arles. Schönes Spiel. Gute Nacht!